Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Marc Pötter, Setup Sven mit dem Smart Trend Indikator, beziehungsweise es ist ja auch ein Live-Trading-Webinar. Haben wir ja auch schon mehrere Termine jetzt hinter uns erfolgreich mit Marc ja auch abgeschlossen. Von daher freue ich mich auf den heutigen Termin. Ich habe vorhin aus dem Augenwinkel gesehen, dass die Märkte auch sich wieder bewegt haben, jetzt kurz vor der Eröffnung. Von daher wollen wir nicht so viel Zeit verlieren. Ich freue mich, dass Sie da sind und heiße Sie natürlich im Namen von FXFET herzlich willkommen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Wir schauen uns kurz den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, was der Markt und uns heute zeigt. Und ja, dieses Event entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ganz wichtig ist, dass Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Gut, dann, lieber Marc, kriegst jetzt den Bildschirm und ich bin im Hintergrund, wie immer, wenn irgendwas sein sollte, aber ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Perfekt, Nelson, danke dir. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mal eben den Bildschirm übertragen, dass wir dann direkt loslegen können. Ich will mich ganz kurz vorstellen, aber die meisten von den Namen jetzt zumindest kenne ich auch, die waren schon mal hier. Mein Name ist Marc Pötter, seit 13 Jahren mittlerweile Personal Trader und Investor. Auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma, Smart Markets, mit einem kleinen, netten Team, wo wir halt vorwiegend Handelssysteme bauen, Daytrading betreiben und dergleichen. Auf der anderen Seite, schon einige Mal erwähnt, liegt über 90% meiner Altersvorsorge in Aktien. Deswegen sind das so die beiden Schwerpunkte: Daytrading, langfristige Aktienanlage. Habe auch eine relativ stringente Laufbahn hinter mir mit BWL-Studium, zertifizierter Investmentanalyst, war bei diversen Banken, bin auch von der Deutschen Börse bekannt oder vom Börsencoach oder als Gastautor von den Fuchsbriefen und dergleichen. So, aber genug zu mir. Wir wollen mal direkt loslegen. Kurz eben noch den Trade, den wir vor 2 Wochen hatten. Ja, da sind wir ja mehrmals eingestiegen. Wir sehen es jetzt hier noch am 2.5. Also von daher, das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Da sieht man auch, dass die Vola einfach jetzt wieder ein bisschen höher ist und dass sich auch dann lohnt. Ich hatte ja gesagt, ich möchte hier gerne irgendwie Short rein und hatte auch dann gesagt, dass wir natürlich hier aufpassen müssen, wenn wir unter dieses Tief kommen, weil dann entscheidet sich, da drehen wir oder geht es halt weiter durch. Na, und da habe ich auch dann, als nicht weiter durchging, wieder ein bisschen hochkam, den Trade rausgenommen. Waren dann 455 Euro, nicht ganz die 2R, die ich eigentlich haben wollte, aber macht nichts. Und stehen also jetzt in den paar Webinaren, die wir jetzt gemacht haben, bei 1260 Euro. Also das sind alles Trades nur rein aus dem Webinar live gehandelt. Und dann können wir jetzt direkt einsteigen, wie es mit dem aktuellen Markt aussieht. Wir gucken nochmal jetzt Stundenchart. Gehen auch dann hier nochmal so, dass wir das haben. Na, wir sehen also jetzt, wir sind eigentlich seit diesem Zeitpunkt wunderbar angestiegen. Ja, hier sah es im Prinzip gar nicht mal so aus. Deswegen, das sind mal so Wendepunkte, wo man dann halt nicht so 100% sagen kann, geht es weiter runter oder nicht. Ja, letzten Endes kamen halt hier auch dann Zahlen raus, die richtig gut waren. Und auch jetzt kamen nochmal Zahlen raus. Das waren Inflationsdaten, die also auch wieder die Hoffnung darauf treiben, dass die Fed die Zinsen doch früher senken kann. Und in dem Moment, wenn sie senken kann, dann ist halt die Aktienanlage interessanter als jetzt eine Sparbuchanlage oder irgendwelche Staatsanleihen oder dergleichen. Und das natürlich, das treibt die Aktienmärkte, gerade halt Nasdaq. Ja, Dow Jones, DAX ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht mal so stark angestiegen. Können wir uns auch gleich mal eben anschauen. Aber gerade natürlich die Wachstumswerte, ne, weil die natürlich von den Zinsen am meisten profitieren oder aber auch am meisten verlieren, wenn die Zinsen ansteigen. Ne, das ist dann ganz genau das, was wir halt hier sehen können. So, ich schalte mal, also von daher, wir sind im intakten Aufwärtstrend, auch Tageschart. Ja, wir sind jetzt auf einem neuen Allzeithoch. Also das ist eigentlich immer das, wenn wir sagen können, wir sind auf einem Allzeithoch. Typischerweise sind wir dann in allen Bereichen ja im Aufwärtstrend, logischerweise. So, das heißt, hier können wir dann auf die 5 Minuten umstellen, dass wir uns noch schauen können, wie es hier aussieht. Keine Sorge, das sieht jetzt hier sehr viel aus. Das ist einfach nur, weil die Vola heute, die hat so eine kleine Pause eingelegt, nachdem wir gestern, vorgestern ja eine irrsinnig hohe Vola hatten. Ja, wir sehen es jetzt hier, ne, das sind jetzt mal 20 Punkte. Also von daher, das ist keine zu große Kerze oder sowas. Ne, wenn wir da ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir das auch. Ne? Hier sieht man so sehen die Kerzen ganz normal aus, wie wir es gestern auch hatten. Ne? Und hier natürlich wiederum, das, was ich immer wieder sage, der Indikator spielt gerade da seine Stärken aus, wenn wir die Umkehr haben. Ne? Wir sehen also hier, dass wir diesen starken Anstieg hatten, ne? Wo wir das im Prinzip
nicht wissen können, ob es in dem Moment steigt oder nicht. Es müsste 14:30 sein, ne? Ja, genau, um 14:30 mit den Daten. Ja, das heißt also hier, das ist etwas, was ich dann auch nicht auf gut Glück handle, typischerweise. Aber dann sehe ich natürlich, es sollte raufgehen, die Daten waren gut. Ich warte wiederum die Umkehr ab. Umkehr heißt, ich sehe dann hier, sind auf einmal rote Kerzen. Dann warte ich die Umkehr auf die grüne Kerze und dann habe ich hiermit den Einstieg und dann geht es halt nur noch rauf und habe einen Stop-Loss, der, ja, was haben wir hier, 70 Punkte ist und es geht mal eben um 170 Punkte rauf. Das ist dann natürlich sehr, sehr interessant und das wäre auch das, was wir ja letzte Woche da gehandelt haben. Aber das sind eigentlich immer so die sehr interessanten Setups, die wir gerade auch dann mit dem Indikator zusätzlich zu den anderen Indikationen, die wir natürlich haben, handeln können. So, ich wollte euch nochmal eben zeigen, bevor die Märkte aufmachen, DAX, weil man das im Prinzip da sehr schön sehen kann. 5-Minuten-Bereich auch hier. Wir zoomen mal raus. Ja, und hier sehen wir, dass halt hier die Nicht-Wachstumswerte, wir haben ja recht wenig Wachstumswerte im DAX, dass da natürlich auch der Aktienmarkt nach oben geht. Das ist so nach dem Motto, steigt Butter, steigt Käse. Ja, also gerade wenn auf einmal so ein riesen Kaufdruck reinkommt, dann ist das sieht man dann typischerweise in allen Märkten so. Ja, aber wir sehen, dass eigentlich die komplette Kerze wieder komplett abverkauft worden ist und dass wir jetzt hier zum Beispiel im DAX jetzt schon deutlich unter diesem Niveau sind. Ja, das heißt, das ist ein Riesenunterschied und da sieht man halt, wie wichtig das auch ist, dass man so ein bisschen das Grundverständnis hat, auf welche Aktien und auf welche Märkte machen denn so Zahlen für das Zinsniveau einen höheren Eindruck und auf welche halt nicht. Wenn wir das mal hier vergleichen, da sehen wir, dass wir hier vor den Zahlen bei 18.300 standen. Wir sind jetzt über 300 Punkte höher und im DAX sind wir halt niedriger. Also von daher, das ist dann auch interessant, wenn ich halt sowas handle und sehe, dass solche Daten rauskommen, will ich dann natürlich auch eher die zinssensitiven, so nennt sich das dann, die zinssensitiven Aktien handeln und halt dann tendenziell eher dann nicht die DAX. Oder im DAX kann ich halt dann eher auf eine Gegenbewegung setzen, wenn ich sage, ich bin eher short orientiert oder so. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, immer gerne reinposten, weil das, dafür machen wir ja gerade auch so ein Live-Training-Webinar. Ich will immer so ein bisschen erzählen, warum ich irgendwas tue oder warum ich mir welchen Markt aussuche. So, Dow Jones können wir mal eben gucken. Da gehe ich mal hier, so dass wir zum aktuellen Kurs kommen. Genau, dann haben wir hier die Daten gehabt, hier ging es auch hoch, weil auch im Dow Jones sind gute Wachstumswerte drin, wie zum Beispiel Apple, wie eine Amazon. Ich meine, Microsoft wäre auch drin. Nelson, korrigier mich, du weißt ja sowas auch immer ziemlich gut. Ich glaube, die drei Aktien sind es, die Dow Jones drin sind. Also auch von daher Sachen, die dann das nach oben treiben. Auch nochmal den Abstand hier von der Seite, mag ich immer etwas lieber. Nur das ist hier dieses Symbol, Ende des Charts vom Rand verschieben. Dass wir das halt haben. Also ich mag das nicht so ganz gern, wenn das hier direkt dran ist. Und das kann man auch hier über dieses Dreieck dann noch ein bisschen anpassen. So, haben 24, also noch 6 Minuten. Wir können auch gerade mal gucken, die Daten heute, wie es da aussah. Also die hatte ich sogar noch auf, da hatte ich mal nachgeschaut. Ja, genau, Amazon drin. So, Donnerstag hier, 16. Mai. Genau, da haben wir die ersten Träger Arbeitslosenhilfe. Die waren bei 222.000, also etwas mehr Arbeitslose, als man eigentlich dachte. Ja, das also dann tatsächlich auch negativ. Und auch der Philly-Fed-Herstellungsindex, der ist auch negativ. Also zumindest hat man gedacht, der war bei 7,7, jetzt 4,5. Das ist natürlich nicht gut für die Wirtschaft, deswegen vielleicht ein kleiner Abverkauf. Aber zumindest ist das, was wir in den Märkten sehen, wie es aufgenommen wurde. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Wenn wir jetzt hier reingehen, das ist die Kerze hier, die mit den Zahlen kam, also nach den Zahlen sind wir jetzt hier etwas tiefer. Ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen abwarten. Wie gesagt, die Vola jetzt ja hier relativ niedrig. Das heißt also auch so von der Indikation her, kann ich jetzt im Prinzip gar nicht halt so sagen, will ich jetzt direkt long oder short rein, weil auch gerade wenn wir hier so einen starken Aufwärtstrend hatten, häufig macht er auch einen etwas größeren Rücksatz. Das heißt ja nicht, dass er deswegen genau jetzt weiter steigen muss. Also da würde ich jetzt 15:30 noch mal kurz abwarten wollen, um da mal so zu sehen, wohin geht denn so der erste Schub, so die ersten Orders, die ausgeführt werden.
Bei 15:30, da kommt ja deswegen Volatilität rein in den Markt, weil die Börse aufmacht, also mit dem Handel startet und dann werden auch die ganzen Ordern, die über Nacht reinkamen, also die vorbörslich reinkamen, die werden dann einmal in so einer Eröffnungsauktion abgearbeitet, ne, und deswegen auch dann genau 15:30 dann auch die Kerze dann deutlich mehr zappelt und auch dann in der Regel dann auch eine höhere Schwankungsbreite reinkommt. So, können wir uns hier noch ein bisschen mehr Platz schaffen, dass wir da mehr sehen können. Ja, DAX hier zumindest vom aktuellen Chartverlauf für mich eher ein Short-Kandidat jetzt im kurzfristigen Bereich. Also da vielleicht mal gucken, ob wir dann hier noch so einen Rücksetzer sehen hier in dem Bereich, um dann vielleicht mit einer Wende vom Indikator oder aber auch direkt über einen gleitenden Durchschnitt einsteigen zu können. Da müssen wir gucken, auch unser Trendindikator ADX hier unten. Hier sagt man immer, die obere Linie hat recht. Das heißt also, die rote Linie ist oben, dementsprechend also aktuell auf dem Short-Modus. Wenn wir da mal gucken. Aber sonst will ich mich natürlich hier auf die amerikanischen Märkte konzentrieren. Hier sind wir in 5 Minuten, das passt. So, 2 Minuten haben wir noch. Und dann kann es losgehen. Ja, der DAX ist heute im Vergleich zu dem amerikanischen Kollegen sehr schwach. Ja, also ganz interessant eigentlich, aber ich könnte mir vorstellen, einfach weil es halt nicht so die Wachstumsaktien sind. Ja, oder anders ausgedrückt natürlich, wenn die Zinsen, sag mal, stark sinken sollten, dann wird auch wieder mehr Geld in Wachstumsaktien umgeschiftet werden von den traditionellen Aktien, von den Value-Aktien. Und vielleicht nimmt man das schon vorne weg. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, bin ich auch noch gar nicht mal so ein großer Freund davon, dass man zu stark überlegt, aus welchem Grund passiert irgendwas. Weil das ist einfach ja der ganz normale Markt, dass einfach viele Leute jetzt gerade kaufen, verkaufen. Und aus welchem Grund die das tun, das ist auch immer eine Sache. Also in die Köpfe der Leute kann man nicht reinschauen. Ne, man sieht halt, dass zu Daten eine gewisse Sache passiert. Aber halt sonst, aus welchem Grund jetzt hier unten jemand gerade verkaufen oder kaufen will, das ist ja etwas, was man nicht weiß und was jetzt auch die großen Marktteilnehmer nicht wissen. So, aber stimmt, also finde ich auch, wir sind im Vergleich zu anderen Indizes, steht der DAX deutlich schlechter da. Gucken wir mal auf den Dow Jones. Der zieht sogar schon wieder nach oben. Hier steigt sogar die Volatilität an, obwohl wir gerade noch kurz vor 15:30 sind. Ja, und der Nasdaq ist dann noch in aller Ruhe. Stellen wir uns mal so an, dass wir das ein bisschen besser sehen können von den für mich beiden wichtigen Märkten. So, 15:30, es geht los. Ja, Nasdaq fällt jetzt nochmal weiter.
SOP und DAO versuchen jetzt erstmal den Long. Ja, und wie gesagt, für mich immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Tech-Werte so gegensätzlich laufen zu den anderen Werten. Also das war zumindest früher, so vor 10 Jahren oder sowas, das war auch auf institutioneller Ebene, als ich damals von der Bank war und auch meine Analystenausbildung mitgemacht habe. Also das war undenkbar, dass da zwei Aktienmärkte, die auch noch auf dem gleichen Markt sind, also im gleichen Land sind, dass die gegensätzlich laufen. Das hätten wir uns damals im Prinzip nie vorstellen können. So, ne? Und also, aber immer so ist ganz klar, wenn so die großen Marktteilnehmer irgendwas kaufen, dann wird halt alles, also steigt Butter, steigt Käse, so nach dem Motto hochgekauft und auch runter. Und das ist ja, also zumindest hier sieht man es ja so live, dass also einfach die Tech-Werte da wirklich ein Eigenleben haben, zumindest kurzfristig ein Eigenleben haben. Ja. Finde ich immer wieder faszinierend für mich. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt der Dow Jones weiter hochziehen sollte, und wie du jetzt sagst, habe ich jetzt hier nicht auf dem Schirm, können wir mal kurz gucken, der S&P 500 auch, machen wir den mal hier hin. So, dann nehmen wir vielleicht noch den DAX dabei. Den mal hier hin. So, also wenn jetzt im Prinzip ein S&P und ein Dow Jones hochziehen sollte, dann wäre es natürlich für mich auch interessant. Ich sagte ja eben, dass die Tech-Werte natürlich am meisten davon profitieren. Und wir hätten dann natürlich hier auf der rechten Seite haben wir ja den Nasdaq, wenn hier eine Umkehr stattfinden sollte, heißt also, dass jetzt auch der Smart Trend Indikator von Rot meinetwegen auf Grau und dann halt auf Grün umspringen sollte und wir entsprechend nach oben ziehen, das wäre dann auch definitiv ein Long-Einstieg, den ich nutzen möchte. Ja, auch immer wiederum mit dem Hintergedanken, weil ich ja weiß, dass der übergeordnete Trend, Allzeithoch und dergleichen, dass wir da komplett long sind. Ne? Selbstverständlich, ne, ist ja auch gerade jetzt kommt ein Einwand, dass der Trend zwar long ist, aber nach dem Allzeithoch ist häufig auch eine Korrektur gibt. Ja, das ist richtig, das sehen wir auch häufig. Ja, nichtsdestotrotz, die kann auch erstmal länger auf sich warten lassen. Also tendenziell, ne, wenn die Leute im Kaufrausch sind, wollen wir das dann natürlich auch da kaufen. Also es ist immer so, dass der Mittelzufluss für die Fonds, der ist umso größer, umso weiter die Aktienmärkte steigen. Also dieses Denken, was man so hat, dass man sagt, oh, der Aktienmarkt, der ist ja teuer, ne, und ich muss ja warten, jetzt, bis billig wird oder so. Tatsächlich bei den Zuflüssen, bei den ETFs und auch bei den aktiven Fonds, die sind tatsächlich umso höher die Aktienmärkte stehen. Also die sind, wie man so schön sagt, absolut prozyklisch. Ne, wo man sich jetzt auch darüber streiten kann, ob das Sinn macht oder ob man nicht eher mehr investieren will, wenn man die Sachen günstiger kriegt. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber tatsächlich so ist eher, wenn man so die Leute einzeln fragt, würdest du jetzt einsteigen? Dann sagen eher nein, aber so die Sparpläne und dergleichen, wenn die Leute sehen, dass irgendwas funktioniert, dass sie mit was im Plus sind, dann werden die Sparpläne zum Beispiel angehoben. Und das führt dann dazu, dass da natürlich noch mehr Geld reinkommt. Also ich bin immer vorsichtig, was so Sachen anbelangt, dass ich probiere, eine Umkehr im Voraus sagen zu können, die wird da kommen. Ne, sondern ich bin halt eher jemand, ich bin ein Trendhändler, ich warte lieber, bis ich halt sehe, dass die Umkehr da ist. Ne, auch wenn ich dann natürlich nicht den Hochpunkt erwische oder auch halt nicht den Tiefpunkt. Ne, aber so grundsätzlich möchte ich immer ganz gern mit dem übergeordneten Trend einsteigen. So, Dow Jones hält sich ja schon mal ganz gut, Nasdaq noch überhaupt nicht. Na, hier S&P 500, da sind wir vielleicht gleich sogar schon an der Umkehr dran. Ja, hier seht ihr, aus welchem Grund ich den Intraday nicht so gern handle, einfach weil der Spread im Verhältnis
zu den Kerzen halt relativ hoch ist. Ihr seht, dass die beiden Linien relativ stark auseinander sind. Schaut mal hier auf die linke Seite in Dow Jones, da sieht das, da ist das ein Bruchteil von der Kerze. Hier ist es ja teilweise schon ein Viertel von einer Kerze. Ja, deswegen ist das einfach, also bei der S&P 500 halt nicht so volatil ist. Ja, deswegen also handle ich dann halt lieber das Instrument, wo ich von den Kosten her günstiger bin. Ja, und auch hier sehen wir, dass das ein Bruchteil ist von einer Kerze und die Kerze ist ja auch noch gar nicht groß. Was macht der DAX? Ja, der hat da zumindest schon mal so eine Unterstützungszone ausgebildet. So, US Tech zieht mich jetzt an. Naja, 37, okay, da ist noch nichts. Ich will mal ganz kurz gucken, wenn wir hier auf die eine Minute gehen. Ja, aber warten wir erstmal hier mit den 5 Minuten ab. Jetzt haben wir noch 1,5 Minuten. Wie gesagt, jetzt möchte ich einfach erstmal ein bisschen abwarten, dass wir zur nächsten Kerze kommen. Nächste Woche wird's spannend sein. Am 22.05. kommen die Zahlen raus von Nvidia, einem mittlerweile zweitgrößten Unternehmen, zumindest so nach der Börsenkapitalisierung in der Welt. Und da bin ich mal im Prinzip sehr gespannt, weil Nvidia war jetzt schon ein paar Mal tatsächlich mit Zahlen der Treiber, dass der komplette Aktienmarkt gedreht hat. Also das war am 22.02., also genau 3 Monate vorher, im Februar, war der Aktienmarkt eigentlich auch in so einer leichten Trendwende drin. Also auch gerade die großen Tech-Werte, die wurden abgestraft oder wurden abverkauft. Und da war tatsächlich Nvidias Zahlen war der Grund, weswegen auf einmal der Februar wieder richtig gut geworden ist und halt auch dann der März und bis jetzt auch dann die Märkte so leicht weiter ansteigen konnten. Also wirklich interessant, wie eine einzige Aktie in der Welt so einen kompletten weltweiten Aktienmarkt rumreißen kann. Also auch das, glaube ich, das gab es früher auch halt so nicht. Also schon ganz interessant, was da eine ganze Branche, natürlich mit KI, mit Chips und dergleichen und dann natürlich die großen Tech-Werte, wo man ja sagt, das ist der Hype, ne, und der auch meines Erachtens der erste echte Hype ist, den ich auch voll mitmache. Und weil ich einfach halt da der Meinung bin, da steckt etwas hinter, das ist was ich sehen kann, was mir etwas bringt. Also auch jetzt zum Beispiel hat wieder ChatGPT ein neues Update rausgebracht. Und da sieht man, dass also ChatGPT mehrere Sachen gleichzeitig verarbeiten kann. Also man kann mit der Kamera
kann man das Handy irgendwo hinhalten. Man kann reinsprechen, es würde es simultan übersetzen und wird auch noch sehen, ob der Gegenüber das gut aufnimmt oder schlecht aufnimmt. Könnte also dann auch sagen, ach, der grinst ja gerade oder nicht. Also das sind wirklich Sachen, wo man sieht, dass das wird natürlich das Leben für viele Menschen dann auch leichter machen. Also alleine, wenn man reist und man tatsächlich gar keinen Dolmetscher mehr braucht, einfach weil in Echtzeit ChatGPT dann halt übersetzen kann. Verrückt, oder? Ja, Wahnsinn. Man kennt das aus Filmen, aber wenn es dann wirklich mal Realität ist, ist Wahnsinn. Zu Wie da in der Nvidia Präsentation. Dann natürlich noch kommt noch hinzu, dass der nächste Meilenstein, die 1000 Dollar natürlich auch nicht mehr so weit weg sind. Ne? Ja, genau. Sind, glaube ich, jetzt bei 950 oder sowas. Ja, 54, genau. Ja. Du freust dich, ne? Ich freue mich ja. Für meine Altersvorsorge ist die größte Aktienposition, die ich habe. Ja, absolut. Ja, und ich werde auch da jetzt auch vor den Zahlen da nichts loswerden wollen. Auch da wiederum, ne, ich sag mal, man weiß natürlich nicht, was die Zahlen machen werden, wie der Markt es aufgreifen wird. Aber das ist natürlich, ne, wenn man schon bei den letzten Zahlen oder vor den Zahlen, wenn man da sich von Stücken trennt und auf einmal springt der Kurs nach oben und man ist nicht mehr mit dabei, dann hätte man eine sehr große Strecke halt nicht mitgenommen. Also von daher auch da wieder meine Einstellung, wie ich es auch hier immer sage, ne, ich möchte immer erst die Trendwende abwarten. Ich will nicht prognostizieren müssen, tatsächlich, wie werden die Zahlen sein. Also sagen wir zumindest nicht, wenn ich nicht einen Anhaltspunkt habe, dass die Zahlen schlecht sein könnten. Ja, und den habe ich nicht. Also das haben jetzt auch nur diverse Banken wie eine UBS haben auch das Kursziel, glaube, bis auf 1200, 1300 Dollar hochgeschraubt. Also da sehe ich jetzt auch im Prinzip nichts, zumindest nichts Offensichtliches, dass ich dann mit Daten irgendwie Sorgen machen müsste. Aber also deswegen DAX gibt weiter bin ich natürlich sehr gespannt. Ja, das glaube ich. Ja, der Dow Jones ja auch. DAX gucken wir mal. Ja, Wahnsinn. Ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt hier sein wird gleich bei der relevanten Unterstützung. Gold auch relativ schwach, der Dollar stärker, Euro US-Dollar entsprechend auch schwächer. Ja. Oh Gott, Euro-Dollar. Gold haben wir hier. Ist auch Stundenchart, ja. Das zieht der Richter unten, Wahnsinn. Sollen wir hier bleiben? Dow Jones hält sich noch hier kurz vor. WTI steigt. Ja, das ist natürlich nicht gut. Aber so wie der DAX da unten zieht, würde ich doch glatt sogar mal hier probieren, im Dow Jones nachzuspringen sozusagen. Also wenn wir jetzt hier von der Kerze auf Rot gehen, was haben wir noch? 44,30, also ein paar Sekunden. Mal hier schon mal an, würde dann den Stop-Loss entsprechend hier drüber setzen, also über die graue Kerze dann. Noch 10 Sekunden noch, wo wahrscheinlich wird die Kerze noch grau bleiben. Ne, ist rot, gut. Wenn sie steigt, mache ich nichts, wenn sie wieder unten auf den nach unten langsam ist. So, gehen wir rein. Wieder ausmachen, guck mal, das ja passt, 230 Euro. Machen wir das Ganze mal ein bisschen größer. Wäre jetzt auch nicht untypisch, dass nach so Daten auch so nächster Tag so ein Abverkauf kommt, also auch das sehen wir ab und zu mal. Waren ja auch wirklich starke Tage jetzt. Ja,
Genau, also von daher, unabhängig, dass man jetzt vielleicht fundamental sagt, es kann alles raufgehen, aber mal so eine kurze Gegenkorrektur. Warum nicht? Ne? Vielleicht folgt der Dow Jones im DAX. Ja, der ist jetzt hier erstmal tieferes Tief. Okay, das ist meines Erachtens auch dann zu erwarten bei so einem Abwärtsdruck, dass wir das tiefere Tief sehen. Jetzt die Frage, ob er entsprechend durchgeht oder nicht. Aber sagen wir, kann uns egal sein. Mal sehen, was der Dow Jones jetzt macht. Der arbeitet sich langsam weiter hoch. Wahnsinn. So, jetzt, das sieht doch schon mal besser aus. Größter Verlierer im US 30 auf die Indexpunkte gesehen ist Amgen aktuell. Ah, okay. Insgesamt machen die ja 5,1%, glaube ich, aus. Nur Biotech machen die, ne? Ich glaube, das ist so mit der, zumindest früher war es so mit der größte Biotech-Anbieter in der Welt oder Firma in der Welt. Ja, sind sehr groß. Stopp nachziehen würde ich dann, wenn wir hier den Durchbruch haben, ja, weil sich halt dann im Prinzip rausstellt, gibt's einen Fehlausbruch oder im Prinzip zieht er durch. Ja, ich würde schon eigentlich bei dem Marktfelder auch darauf spekulieren, dass er, wenn er jetzt mal runterkommt, dass er dann hier durchziehen sollte oder müsste, sagen wir nach meinem Setup. Ja, wenn er das halt nicht tut, dann bin ich halt plus minus null raus. Ist jetzt wichtig, dass wir nochmal runterkommen. Aber ja, vom Einstieg her passt das gut. Aber gerade halt, wenn man hier so ein Doppeltief hat, kurz vor so einem, also müsste sich meines Erachtens eigentlich hier so ein Tief nochmal holen. Aber wir werden sehen. Ne? Was er muss, also müssen, tut er natürlich gar nichts, der Kurs. Das sagt man immer so leichtfüßig, aber na, letzten Endes kann alles passieren. Auf jeden Fall haben wir einen schönen engen Stopp. Ja, das also jetzt hier, das sind ja 26 Punkte sowas für einen Dow Jones. Das ist schon knackig, eng, aggressiv. Also das gefällt mir, weil wir natürlich auch da eine sehr schöne hohe Menge drin haben mit 90. Das heißt, wenn er anfängt zu fallen, dann kann sich sowas halt auch wirklich lohnen. Also gucken wir mal. So, 50 Sekunden noch. Der DAX gibt weiter nach. Wahnsinn. Ja. Und dass die amerikanischen Händler noch nicht mitbekommen, dass die Börsen fallen müssen. Ja, irre. Aber auch immer freut mich. Aber das freut mich ja. Aber es freut mich ja, dass auch der DAX wieder mehr Wohle hat. Also das ist auch wieder ein ganz anderes Bild, als wie wir das jetzt noch vor Tagen hatten. So, neue Kerze kommt jetzt gleich. Ja, wenn der Nasdaq jetzt grün macht, gebe ich dem auch eine mit. Ja, da kommen wir ein bisschen spät dran. Ein bisschen runter. Rein. Auch höchstens ja, ein halbes Prozent sein, das passt.
Ja, Wahnsinn, also er will hier nicht runter. Ja, aktuell sind noch 20 von den 30 Werten noch leicht positiv. Macht der DAX. Na ja, ein bisschen oben. Komm, jetzt fall doch schon. Ja, können wir nichts machen. Warten wir mal eben. Was macht der DAX heute hin? Aber ein bisschen stärker, okay. Übrigens hier auch ein Punkt, wenn jemand um Steinekurs, wo du grundsätzlich setzen will, das sind natürlich auch immer wieder interessante Punkte, weil tatsächlich in dem Bereich, also sagen wir mal kurz vor so einem alten Tief, also wie man es auch hier sehr schön sieht, da trägt so der Kampf aus zwischen Käufern und Verkäufern, wer überhält die Oberhand. Das sind zum Beispiel auch was wir auch ganz gerne mal handeln, so im Aufwärtstrend, also wenn wir jetzt nicht hier so einen leichten Abwärtstrend haben, sondern eher in so einem Aufwärtstrend, dass wir dann halt vor so einem Tief dann ganz gern über einen Fibonacci einsteigen. Das zeige ich mal ganz kurz, weil ich für den einen oder anderen mal nimmt, wenn man dann hier so eine Bewegung abmisst, ne, und dass man dann den Rücksetzer so auf so eine 3 und 20% abwarten kann, hat man auch hier ein relativ kleines Risiko von den Punkten her. Und wenn er dann hochläuft, macht ein neues Hoch, hat man auch direkt ein relativ hohes CRV. Also das nur so zum Thema, wenn jetzt jemand sagt, ne, ich habe aus irgendeiner Indikation her, will ich hier irgendwie Long einsteigen, sind das zum Beispiel auch Punkte, die man gut nutzen kann. Ne, einfach halt auch, weil bei einem hohen CRV, da ist halt nicht die Trefferquote so wichtig, sondern halt eher, dass halt, wenn man trifft, dass er auch dann entsprechend dann dass das hohe CRV abbilden kann. Schade, also hier hätte ich einiges drauf gesetzt, dass er das tiefere Tief macht, aber so ist das, ne? Das weiß man halt leider nie. Deswegen auch immer wieder, dass ich den Chart Trader nutze, einfach um das Risiko immer konstant zu halten, weil ich keine Ahnung habe, welcher Trade von beiden oder ob überhaupt einer von beiden funktioniert oder nicht. Jetzt würde ich noch mehr drauf setzen, dass er hier unten das tiefere Tief macht. Ja, also viermal hier unten antesten jetzt. Muss ja wohl mal reichen, dass wir da durchkommen. Aber auch das gibt es, ne? Ähnlich wie es ja beim Roulette angeblich auch schon 24 Mal schwarz in Folge gegeben hat. Ich kann mir sowas gar nicht vorstellen.
Aber es gibt ja diese ganz seltenen, ganz extremen Serien, die immer wieder kommen können. Also von daher auch hier, na, muss natürlich nicht sein, aber tendenziell, wenn wir hier so etliche Mal unten waren, eigentlich müsste dann auch das Tief mal brechen. Und warst du auch in GameStop investiert? Nee, mit diesen Zockeraktien mache ich tatsächlich gar nichts. Also auf der einen Seite würde es mich reizen, da mal so ein bisschen mitzuzocken, aber da weiß ich, nee, darin bin ich auch tatsächlich nicht gut. Also ich, wenn ich zocken muss, verfalle ich auch in die ganz normalen Muster, so, ne, die ein Mensch so hat. Und da weiß ich ja, dass die für Börse und auch für Glücksspiel einfach halt super schlecht sind, und deswegen lasse ich halt davon die Finger. Also ich brauche schon, ähnlich halt wie hier, irgendeine Systematik, die ich folgen kann, ne, weil eben zum Beispiel, als die Kerze jetzt hier oben war, mein Bauchgefühl hat sofort gesagt, der Trade ist gleich raus, der wird ausgestoppt. Also das heißt, mein Bauch ist für die Börse immer noch grottenschlecht, und von daher wäre also jetzt so eine Zockeraktie, wo ich jetzt nichts Handfestes hätte, was ich irgendwie auswerten kann oder wo ich sagen kann, das hat doch früher funktioniert, das ist nichts für mich. Also ich hätte da schon Bock, einfach so aus dem Spaßfaktor mitzuzocken, aber dann würde ich höchstwahrscheinlich auch halt Geld verlieren damit. Hast du Aktien davon, Nelson? Nein, nein, nein. Also spannend zu beobachten, aber ich dachte, du als ähnlich wie. Eurex-Händler, ihr liebt doch den hohen Hebel. Ja, natürlich. Nein, nein, das ist auch nicht so meine Spielwiese. Die Frage kommt, ob die Größe der Position automatisch ausgerechnet wird. Ja, ganz genau. Also dafür ist dieser Chart-Trader da. Der macht nichts anderes, als dass ich halt sagen kann, wenn der Stop hier ist, dass er die Menge so ausrechnet, dass das jetzt die Strecke hier ein halbes Prozent ist oder auch je nachdem, was du halt einstellst. Jetzt sind wir wieder da unten. Jetzt geht das schon wieder nicht durch. Also das heißt, auch bei mir ist es so, das Mitfieber, das habe ich auch und sie immer noch so wie seit dem ersten Tag. Ich glaube, die Emotion, die man hat, das ändert sich auch nicht, sondern irgendwie wichtig ist, meines Erachtens, wo man halt hinkommen muss, dass man sich von den Emotionen nicht leiten lässt, sondern sagt, okay, ich habe doch da die und die Regel, das will ich so durchsetzen. Na, und dann ist das halt so. Also zum Beispiel jetzt für mich, ich bin dann hier davon ausgegangen, dass er entsprechend das tiefere Tief macht. Also im Vorfeld hatte ich ja gesagt, dass wenn er rot wird, dass ich dann verkaufen möchte. Und das ist halt dann etwas, so da weiß ich, da ist meine Regel dann, wenn ich einmal im Trade drin bin, am Stop-Loss und an dem Trade, da ändere ich gar nichts, bis nicht das halt rauskommt, was ich halt ursprünglich haben wollte. Ja, weil ich hätte natürlich den Trade jetzt schon 3-4 Mal positiv rausnehmen können, aber das ist genau das, was ich nicht machen will, weil meine Spekulation war ja darauf, dass der Trade oder dass der Kurs hier das tiefere Tief macht. Ja, und wenn er das halt nicht macht, dann habe ich halt Pech gehabt, dann bleibe ich halt so lange drin, bis er das entweder macht oder bis ich halt hier oben rausfliege. Ja, auch wenn das natürlich jetzt blöd wäre, wenn ich rausfliege, aber so ist es halt dann. Walmart hat wohl sehr gute Zahlen gebracht. Die habe ich jetzt nicht im Detail vorliegen, aber aktuell über 6% vorne. Wer? Walmart. Ach so, Walmart. Ach krass, ja, Einzelhandel. Ja. Die Amerikaner, ne? Also ich hatte mit ihm nur gelesen, dass die Schulden doch angestiegen sind. Also von daher müssten also auch die Kreditkartenabrechnung angestiegen sein, aber trotzdem anscheinend kaufen die immer noch ausreichend bei Walmart ein, dass die Zahlen gut sind. Irgendeine Kreditkarte hat man immer noch in der Schublade.
Wie gesagt, ich bin da ja ganz anders. Also die einzige, also echte Kreditkarte, die ich halt habe, weil da eine Reiserücktrittsversicherung drin ist, die nutze ich tatsächlich nur zum Reisen buchen. Und ansonsten bin ich rein Debitkarten unterwegs. Also ich mag es immer gerne, dass das sofort abgebucht wird vom Konto, weil ich einfach auch gar kein Typ bin, der sein Konto überzieht. Und also ich kaufe das, was ich mir leisten kann, was auf dem Konto ist, und sonst kaufe ich mir halt nichts. Aber das ist auch so vielleicht aber zu alte Schule, keine Ahnung. Aber da sie Schulden machen, das ist einfach nicht so meine Welt. Ja, sehr gut. Aber tatsächlich, ich habe die Zahlen nicht im Detail vor Augen, aber die Kreditkosten, wie du gesagt hast, sind wirklich sehr rasant gestiegen. Ja, so, jetzt sind wir da raus in Deutschland, aber okay. Wie gesagt, also hier hätte ich einiges drauf gesetzt, dass er das tief macht, ne? Aber da sieht man, ne, wie natürlich so ein Bauchgefühl oder so auch selbst auch die Erfahrung da einen trügen kann. Dementsprechend immer wichtig für mich dann halt, dass das Risiko genau auf ein halbes Prozent ausgerechnet ist. Mal kurz gucken, der DAX, ja, der steht ja doch noch, in Anführungszeichen, schlechter da. Der hat gar nicht so diese Korrektur, da hat man nach oben gemacht. Na komm, Nasdaq muss jetzt mal langsam ein bisschen Fahrt aufnehmen. Es ist ja tatsächlich, seitdem ich drin bin, nur so ein kleines Seitwärtsspielchen bis jetzt. Nimmt zwar Fahrt auf, aber erstmal in die falsche Richtung. Mal anschauen. Wenn da natürlich auch gute Zahlen kamen, spricht auch nichts dagegen, hier nochmal long einzusteigen. Das ist ja, dass wir ja gerade nicht zu sehr so an der alten Meinung kleben bleiben. Also das wäre jetzt auch was, mal kurz gucken, ja, 16:04 Uhr. Also wenn jetzt hier eine grüne Kerze kommt, würde ich sogar auch nochmal noch probieren, dann wiederum also die Position quasi unten zu drehen und dann in Long-Richtung reinzukommen. So, bin nochmal jetzt long eingestiegen. Und wieder, genau, halbes Prozent, also zumindest so gut, wie er es halt bald ausrechnen kann.
eben schauen, wo das alte hoch ist, dass wir das mal uns einzeichnen. So. Na, Nasdaq sieht nicht so gut aus aktuell. Oh, Wahnsinn. Zack, war mal raus. Okay. DAX macht neues Tagestief jetzt. Ja. Ja, wäre natürlich blöd, wenn er mich jetzt hier rausschmeißt, um dann jetzt doch wieder weiterzufallen. Aber gut, das ist halt, das ist dann immer erstmal dieser richtungslose Markt, der natürlich auch dann für einen Trendhändler schwierig ist, aber das ist, wie gesagt, nicht schlimm. Das ist ja mit einkalkuliert, dass wir in den Phasen eher halt Geld verlieren und in den Trendphasen halt eher im Prinzip Geld verdienen. So, komm, jetzt nochmal nach oben ausbrechen, wäre schön. Kommen wir erstmal nicht hier aus dieser Range raus, die wir hier so haben. Ja. Komm, Dow Jones jetzt mal Attacke nach oben. Ja, DAX, zumindest mal eine kleine Umkehrkerze. Steigt der jetzt auch?
Ja, mal sehen, ob jetzt ein bisschen Schwung reinkommt oder nicht. Bitte nicht wieder zurück in die Range. Nicht zu früh freuen. Du sagst es. Ja, auch hier gerade für so einen Dow Jones, das ist ja kein Ebola jetzt, ne? Die Kerze, das sind ja oder 20 Punkte, das ist ja nichts. Da ist man ja vom Dow Jones sonst doch einiges anderes gewöhnt. Aber mal gucken, vielleicht zieht er jetzt oben drüber. Der DAX drückt sich ein bisschen vom Tagestief wieder weg. Mal gucken, ja, wie nachhaltig. Aber jetzt schauen wir mal auf den US-30. Sollte sich jetzt was wieder bewegt haben. Ja, sehr gut. So, jetzt mal übers hoch drüber. Ich würde jetzt aber auch den Stop-Loss nachziehen. Aber meines Erachtens sollte auch jetzt hier oben durchgehen. Aber wenn wir jetzt dann doch wieder einschlafen, dann ist es halt heute nicht so. Komm, einmal drüber ziehen und dann hoffentlich, dass sich da viele Shortseller eindecken müssen und auch kaufen müssen. Das wäre ja ganz gut. Siehst du, dann wären wir an der 40.000er Marke, ne? Waren wir, glaube ich, vorher noch nicht, meine ich, oder? Nur mal eben. 40.000? Oder was meintest du? Mal kurz gucken hier, was die Kerze, die hatte ein, nee, von 39.990, also ist kurz vor der 40.000er Marke gedreht, zumindest jetzt hier nach der Kursnotierung. 40.000 ist wirklich eine neue Marke. Ja. Ja, das wäre natürlich was. Und jetzt gleich sehen könnten. Vor allem die Geschwindigkeit, ne, wenn du überlegst, wir haben. Ich habe das sogar zufälligerweise wirklich hier jetzt gerade vor mir. Am 22.02. haben wir erst die 39.000 Marke erreicht. Ja. Wahnsinn. Das war nicht drüber hier.
So, jetzt mal da schon mal drüber. Perfekt. Mal das höre hoch, also zumindest vom Trend her. Ich habe mal eine Trendfortsetzungsanzeichen. Also ich würde folgendermaßen vorgehen, dass ich den Trade definitiv noch ein bisschen laufen lassen möchte. Ich bin jetzt nicht mit einem eher knapp rausnehmen, sondern ich gehe davon aus, wenn wir über die 40.000er-Marke, dass dann auch noch ein bisschen mehr Zug nach oben kommen kann. Von daher im Stop-Loss werde ich erstmal hier liegen lassen, dann halt später gucken. Aber dass ihr also auch, falls ihr mit drin sein solltet, wisst, was ich halt mache. Und jetzt ist ja erstmal neues Allzeithoch, haben wir schon mal. 40.000er-Marke ist da, ne? Klar kann sein, dass da einmal gegentickt, abverkauft wird, aber es kann auch sein, das haben wir auch schon häufig halt gesehen beim neuen Allzeithoch, dass es tatsächlich dann richtig durchprescht und dann, wo man im Prinzip so schon sagt, dadurch, dass da kein altes Volumen ist, was den Kurs irgendwie hindern kann, also hat man sozusagen freie Bahn. Also das gibt es halt auch. Das ist das, worauf ich so ein bisschen spekuliere. Und dann bedanke ich mich von meiner Seite wieder wie immer für die Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn ihr wieder einiges mitnehmen könnt, einfach so von den Gedankengängen. Ja, manchmal geht es halt gut. Ich sag mal, unterm Strich sind wir ja hier in den Webinaren schön profitabel, aber man sieht halt auch, dass man auch immer Pech haben kann, dass so ein kleiner, ein paar Pünktchen, die dann fehlen, dass sie nicht gemacht werden, dass man halt deswegen dann im Verlust ausgestopft wird. Aber das gehört mit dazu. Halt dann die neuen Einstiege finden. Und ich hoffe jetzt mal, dass es weiter hochgeht. Freue mich, wenn wir uns dann in circa 2 Wochen wiederhören. Nelson, danke dir und allen ein schönes, längeres Pfingstwochenende. Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank für das Webinar. Freue mich schon auf den nächsten Termin und vielen Dank an alle, die dabei waren. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Und von daher wünsche ich natürlich noch viel Erfolg jetzt in der Restwoche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.